Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum nächsten One vs. One. Diesmal Call Me the Shadow gegen normalerweise Kyle Ulti. Da ist aber jetzt ein besonderes Phänomen aufgetreten und zwar hat er keine Zeit mehr, da er weg musste. Und deshalb ist Ice Cool DX eingesprungen, der ja eigentlich schon raus aus dem Turnier wäre. Das heißt, er hat jetzt einfach die Chance, nochmal eine Stufe weiterzukommen. Und sorry, wenn ich ab und zu mal raustappen muss, aber kurz vor dem Game ist was passiert. Was mich leider nicht so, ja, untätig da stehen lassen kann. Tja. Okay, aber sieht relativ noch gut aus. Kann ich also ganz getrost machen. Weiß nicht, was da los gewesen ist. Microsoft. Windows mal einfach mit dem Bluescreen ausspucken zu müssen, mit Temperaturfehler von CPU. Und beim Aufnehmen wird der bei bestimmten Aufnahmecodecs die CPU belastet stark. Deswegen bin ich die ganze Zeit am Temperaturchecken. Aber es sieht alles super aus. Gut, kommen wir zum 1 vs. 1 zurück. Call Me the Shadow gegen Ice Cool DX, habe ich ja schon erwähnt. Normalerweise kein Ulti, aber kann nicht dabei sein. Wenigstens ist es nicht kampflos vonstatten gegangen, so wie einige andere Kämpfe. Ja, das First Blood haben wir schon gesehen von Call Me the Shadow. Hat gut gegen die Wand gehauen, den Stun. War nicht schlecht. Gut, 56 Grad ist okay. Was auch immer da los war. Ja, Wayne Skills kennen wir ja schon alle. Call Me the Shadow mit perfekten Stunts, Alter, das ist unglaublich. Ja, die Stunts sind wirklich sehr gut gesetzt. Ja, und sorry, dass ich hier privat schreiben muss, aber einige Leute. Das war jetzt, ich hätte gedacht. Ich kann gerade nur Kopf schütteln. Ja, gut, dann habe ich K6. Das ist mir aber auch egal. Ja, dann danke für den Account, aber habe ich nicht nötig. Nee, ist egal. Ich habe definitiv keinen K6 und Champion kaufe ich mir nicht. Das steht schon mal fest. Oha, da kann Call Me the Shadow. Oh, 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 nice. Ice Cult hat überlebt, weil das T-Pack genau zu der Zeit gespawnt ist, wo er drauf stand. Ja, das hier. Da war nicht übel. Ja. Beide Wains, nein, eine Wain upgradet den Q, eine Wain upgradet den W. Da kann man aber gute Unterschiede sehen. Ich würde natürlich definitiv den Q uppen. Das ist definitiv besser. Man hat einfach schneller ready, man macht mehr Schaden. Als dritten Attack ist das nicht übel. Und es hat halt weniger Cooldown, ne? 3 Sekunden gegen 5,76, das ist schon. Das sind Welten. Das sind Weltkriege dazwischen. Oh, der ist dann mal nicht übel. Beide Exhaust raus. Da hat einer Blade of Dream King. Na, Bilgewater Cutlass ist es bis jetzt nur. Aber Ice Cool DX haut richtig gut Damage. Hat 3 Heal Pots gegensetzt zu Call Me the Shadow, der nur 1 hat. Beide spielen Rain und die Dismatching im Bands, die habe ich noch gar nicht erwähnt, waren Yorick, Jax, Gangplank, Darius, Nasus und Ryze. Und wenn die feindliche Rain jetzt mal intelligent wäre, würde sie einfach raufballern, Alter. Raufballern, immer hinterher. Go, go. Überhaupt gar nicht farmen lassen. Mag es sein, dass sie den Bilgewater Cutlass hat, aber bringt ihr einfach nicht viel. Also, ich würde sagen, die Wayne ist ein bisschen besser. Weiß ich auch nicht warum. Kann aber eigentlich gar nicht sein, weil der W macht. W. 50 plus 7% und hier macht es 30 plus 5%. Naja. Kann man sich ja ausrechnen, aber ich glaube. Oh, der ist dann wieder schön.
Und der gegen... Au, 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 au. Der ist natürlich durch den... Durch die Ulti schneller, durch Final Hour. Ist natürlich schneller, wenn er chased. Als die Wayne, die escaped ist. Tja. Was soll man dazu sagen? Es ist einfach wieder ein Spiegelduell. Oh lol, what the fuck. Ja Leute, da bin ich gerade etwas abgelenkt. Warum stunt meins nicht? Weil du anscheinend nicht gegen die Wand gehauen hast. Du musst wirklich alles einberechnen mit Blade of the King ist fertig. Ja, und Kha'Zix habe ich jetzt. Mir wurde ja gerade gegiftet von dem gleichen Champion, von dem gleichen Spieler, der mich das angeschrieben hat gerade. Und er hat mir noch Pulsfeuer Ezreal geschenkt. Mir ist das Wort gefehlt. Ja, danke mal an der Stelle in dem Video daran, aber hauptsächlich soll es um das 1 vs 1 gehen. Trotzdem. Ja, Blade of Dreaming King ist natürlich wesentlich besser. Durch das hier. Oh, nice, 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 nice. That damage, that damage. Aber Blade of Dreaming King ist natürlich wesentlich besser. Und ich würde jetzt an deren Stelle einfach nur noch farmen. Einfach nur noch farmen und. Nein, hört auf, die zu töten, Mensch. Ja, beide haben Blade of Dream King und Wayne hat natürlich noch ein bisschen besser. Wayne hat noch ein bisschen besser Equip. Kaumi die Stand hat natürlich noch ein bisschen besseres Equip, weil er einfach schon ja, das First Blood ergattert hat, ein bisschen besser farmt. Da wurde ein Tower zerstört. Na, ja, wir reden gerade über Kha'Zix. Nach dem Nerf aber Justus, also ich habe ihn mit voll unter Kontrolle. Nach dem Springen und Scheiße werfen geblockt ist. Ja, die Stunts sind natürlich, müssen natürlich richtig gesetzt werden. Na, okay. Zwei Tower down, bei der anderen Wayne ist noch nicht mal einer weg. Der Farmunterschied ist natürlich schon massig. 53 zu 73 ist schon eine Menge. 700 Gold Unterschied, den Tower kriegt er aber, na doch, Tower ist down. Der nächste aber in lange, noch lange nicht. Ja. Der war knapp, ey, unglaublich. Hatte sie ihre Barrier nicht ready?
Na, der pusht natürlich ein Inni. Nicht ganz down. Einfach als D-Wayne würde ich jetzt einfach nur straight pushen. Und den D-Wayne die ganze Zeit so low-life halten, wie es geht, damit sie nicht wirklich viel anrichten kann. Und dann irgendwann an deren Tower zack, zack, rechts, links, einen in die Fresse. Und dann werde ich weg damit. Einfach fertig pushen. Eigentlich schon wieder full-life. 148 zu 154 AD. Beide wollen sich einen Static Shivan Texas kaufen. Warum die mehr AD hat als die andere? Hm, hat wohl andere Masteries oder Runden dabei. Regt mich das auf, dass mein CP, mein Tippmann abgestürzt ist und ja, jetzt mache ich mir die ganze Zeit Sorgen. Unnötig wahrscheinlich. Beide haben hier Blade of the... Das ist so lustig. Oh, nice. Nice Kombination. 93 zu 82, also die Wayne hat... Ich sollte vielleicht Namen nennen und keine Champions mehr. Ice Cold hat gut aufgeholt. Er sollte einfach nur einfach den Tower an. Oh, 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 der wurde gestunt. War ja klar. Wie sie einfach unsichtbar an sich vorbeilaufen. Ja, Call Me the Shadow hat definitiv die besseren Positionings. Und warum durch das C-Pack nicht läuft, ist mir echt schleierhaft. Aber den Indie macht jetzt kaputt. Schon mal ein sehr guter Vorteil. Da die Heal Packs, meine Güte. Ne, du schießt ihn überhaupt gar nicht gegen die Wand. Das ist doch eine Lüge. Das sehe ich doch von. Da kann ich sogar aus dem Zimmer rausgehen, dann sehe ich, dass das doch nicht gegen die Wand schießt. Die schießt doch von da, ist die feindliche Wand, da schießt sie zurück. Also bis dann hat doch die eh keine Range. Das ist doch natürlich logisch. Einzig Gute ist hier Positioning. Mit Wayne ist das wirklich wichtigste Positioning. Einmal, dass du selbst, wenn, falls du gegen Wayne spielst, nicht geedet wirst und da, na, nicht ganz. Oh, jetzt kann er eh ran, siehst du? Aber hat ihn leider nicht viel gebracht. Wayne gegen Wayne. Wayne hat gewonnen. Den Fight meine ich. Und das Game wird auch nur Wayne gewinnen. Da kann ich mit euch wetten. Puh, was haben wir denn so generell an... Ja, vielleicht müsste ich Champion auswählen. Armor Pen ein bisschen drin. Lifesteal 15% durch das Botrke. Und 30% Crit Chance durch das Phantom Dancer. Oh, die hat sich jetzt sogar noch ein Giant Battle gekauft. Die hat ebenfalls 5,58. Die haben wirklich exakt das gleiche beide drin. Aber einer hat besseres Positioning, ne? Gegen 104 Farm ist schon mal nicht übel. Siehst du, Call Me the Shadow geht direkt in die Mitte, während Ice Cool ein bisschen so an der Wand hängen bleibt. Da ist wirklich das Positioning entscheidend. Siehst du, schon wieder. Das war schon wieder... Sehr schön. Sehr schöne Aktion. Damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Oracle, ja. ich würde mir nicht Oracle kaufen. Genau, er ist nämlich fail gewesen. Ich würde mir den Lichtbogen kaufen. Falls überhaupt. Also, die eine Sekunde. Ich würde es halt exakt so timen, dass ich genau mit der feindlichen Wayne tummeln würde. Damit, oder ein bisschen danach. Einfach, damit ich... Ja, damit ich dann den ersten Hit machen kann, falls sie dann wieder da ist und sie kann mich halt nicht sehen, ne? Also, Wayne ist mehr als nur wirklich Items kaufen und fertig. Wayne brauchst du auch wirklich Positioning. Na, ja, der hat sich ein Orakel gekauft, aber er kriegt den Tower nicht down. Oh, und wieder den Daumen. Oh, 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 da war es wirklich an der Kante. An der Holzkante, da hat er, an dem kleinen Splitter, da ist er hängen geblieben.
Er hat Orakel, okay. Jetzt würde ich als Rain einfach nur die 5 Minuten warten, oder die, ja, die 5 Minuten müssen es gewesen sein, glaube, bis das Orakel ausgelaufen ist. Und dann einfach, ja. Siehst du schon wieder, stand hier an dem Steingebrück hier. An dem Steinding. Das ist total gay und so. Na, die Rain macht ernst. Die Rain macht ernst, die Linke. Psst. Einfach nur hochleechen. Da kann nichts mehr. Au. Da hätte ich als Kombi des Shadow einfach eiskalt. Oh, jetzt geht's ab. Er hat auch noch Exhaust. Bam! Der Tower Shot. Gegenseitiger Kill. Die Minions machen jetzt ziemlich viel Schaden. Bis der Minion down ist, Alter, dann vergehen ja Jahrzehnte. Ja, der Tower ist weg. Das ist natürlich sehr für Ice Cool sehr beschissen. Noch ist es nicht vorbei. Die Minions sind noch da. Okay, jetzt ist vorbei. 14 Sekunden. Er hätte noch die Chance, es zu retten. Bleib tot. Ja, das Stun ist wirklich... Okay, das ist GG. Da sind alle weg. Selbst die Minions könnte sie einfach nicht mehr abhalten. Der Stun ist extrem wichtig. Das Positioning mit Rain ist unheimlich wichtig. Generell als AD Carry ist das Positioning extrem wichtig. Wenn man AD Carry spielt, dann merkt man das auch. Und das war's. Ice Cool hat seine zweite Chance leider nicht genutzt, um weiterzukommen. Comedy Shadow ist weiter. Wieder mit einem AD Carry gewonnen. Mirror Duell, da zeigt sich die bessere Rain. Da zeigt sich, wer wirklich mehr Erfahrung hat. Da zeigt sich, wer besseres Positioning hat. Musste leider wirklich auf der linken Seite sein. Comedy Shadow hat definitiv besseres Positioning gezeigt. Wollte sich auch sogar noch eine Randuins kaufen. Nicht schlecht, aber... Ich hätte mir da doch lieber ein anderes Zeug gekauft. Nicht so viel Rüstung. Mit Rain musst du einfach Damage rausdrücken. Es sind beides wirklich die gleichen Rain, ja, beide Blade of the Ring King. Das heißt am Ende, wer mehr Schaden macht, hat gewonnen eigentlich. Okay, komm, bitte schaut es weiter. Ice Cool DX ist raus. Falls euch das Video gefallen hat, bewertet es. Falls es was zu kommentieren gibt, kommentiert es doch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Bis dann.